Ist Reiki eine alte Energie? Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Nun, was Reiki die Energie ist, das habe ich in einem anderen Podcast erklärt. Und ich habe oft die Frage gestellt bekommen, ob denn Reiki eine alte Energie sei, beziehungsweise die Behauptung gehört, Reiki ist eine alte Energie, wir brauchen neue Energien. Naja, die Elektrizität, die vor 100 Jahren aus der Steckdose kam, um irgendein Gerät anzutreiben, was auch immer damals verwendet wurde, ist genau die gleiche Elektrizität wie die, die wir heute haben. Die Geräte haben sich geändert, die Elektrizität nicht. Sie wird nach wie vor gemessen in Hertz und in Ampere und in Volt und Watt und sowas. Und wenn ihr genug Volt und Ampere in der Leitung habt, dann geht auch das Gerät, was ihr dann an die Steckdose anschließt, weil es genug Energie bekommt. Das heißt also, Elektrizität verhält sich heute genauso, wie es die Studenten vor 100 Jahren in der Universität im Ingenieurstudium gelernt haben. Und so ist es auch mit Reiki. Reiki gibt es seit unendlichen Zeiten. Woher weiß ich das? Naja, weil die Funktion, die Reiki ausübt, also dafür zu sorgen, dass Yin sich zu Yang wandelt und Yang sich zu Yin wandelt, im Sinne der kosmischen Ordnung, der göttlichen Ordnung, das ist immer gleich geblieben. Und diese Funktion, die Reiki ausübt, die wird nun mal überall gebraucht. Von Mensch, Tier, Pflanze, allem, absolut allem. Und wenn jetzt also Leute sagen, naja, aber Reiki ist eine alte Energie und wir haben neue Energien, dann stellt sich mir die Frage, warum braucht es denn überhaupt neue Energien? Also, dass es sie nicht gibt, das weiß ich aus meiner Erfahrung. Ich mache seit 35 Jahren Energiearbeit als Profi. Und zwar nicht nur mit Reiki und meinem System Rainbow Reiki, sondern auch mit Lemurien Tantra, mit Schamanismus, in der White Feather Shamanic School, mit Heilstein, mit Engelarbeit, mit Channeling und so weiter. Ich bin weder auf neue Engel gestoßen, noch auf neue Krafttiere, neue Gottheiten oder neue Energien. Ich arbeite immer noch mit der Energie Reiki und zwar heute viel erfolgreicher, als ich es vor 30 Jahren gemacht habe, weil ich ganz viele neue Techniken erfunden und erinnert habe aus meinen diversen früheren Leben als spiritueller Lehrer und Heiler. Und diese Methoden arbeiten ganz fantastisch mit der Energie Reiki. Und meine Schüler, die bekommen das ebenfalls hin. So wie ich das mache, können die mit der Geistheilung, mit der spirituellen Heilung, mit der Energie Reiki ganz viel heilen. Sich selbst und andere spirituell weiterbringen, dafür sorgen, dass Probleme aus der Welt kommen und dass wir uns mehr an das annähern, was unsere Seele eigentlich in dieser Welt möchte. Insofern kann ich sagen, Reiki funktioniert heute, die Energie Reiki, wie sie auch zu Zeiten von Mikao Usui, dem Erfinder der Methode, nicht der Energie, funktioniert hat, also auch vor ca. 100 Jahren, als Usui noch auf der Erde war. Und diese Heilungen, die sind zwar besser geworden, also wir können zum Beispiel heute Menschen helfen, die ihre Beziehung zu etwas oder jemandem harmonisieren wollen, das geht innerhalb von Sekunden praktisch. Wir können eine Art Energiebad für die Menschen machen mit Energie-Reiki und das haben wir auch wissenschaftlich dokumentieren lassen. Und insofern gibt es da keine zwei Meinungen drüber. Tausende von Menschen machen das jeden Tag mit Rainbow-Reiki und Millionen von Menschen verwenden die Energie-Reiki jeden Tag. Und da habe ich auch eine Menge Kontakt zu. Ich kenne Reiki-Meister aus der ganzen Welt. Ich habe Menschen unterrichtet, die verschiedene Reiki-Systeme gelernt haben, zum Beispiel auf den Philippinen, aus Australien, den USA, Kanada, Venezuela, Argentinien, Schweiz, Niederlande, Spanien, Portugal, Deutschland natürlich und so weiter und so weiter. Überall dieselben Erfahrungen mit der tollen Energie Reiki. Oft ist es so, dass Menschen glauben, weil wir in einer Art neuen Zeit leben, brauchen wir neue Energien für die neuen Probleme. Doch wenn ihr euch mal ein bisschen mit Geschichte befasst, dann stellt ihr fest, dass die Problemstellungen, die heute Menschen haben, sich nicht unterscheiden von denen, die vor 20 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren, 1000 Jahren da waren. Auch hier hat sich die äußere Erscheinung geändert. Also
Ja, es gab vor 100 Jahren keine Mobiltelefone. Es gab allerdings das Problem der Kommunikation zwischen zwei Leuten, dass das funktioniert oder auch nicht funktionierte. Ja, es gab vor, sagen wir, 30 Jahren keine Mobiltelefone. Also es gab Autotelefone, aber das hatte kaum jemand, weil es verflucht teuer war. Und wir haben heute mit den Mobiltelefonen ja ganz viel abgedeckt. Wir haben damit Internet abgedeckt, wir haben damit Audiorekorder, Videorekorder, Kameras und so weiter. Trotz alledem, das Problem, dass Menschen solche Dinge verwenden, um ihr Leben aufzuzeichnen, Fotografien zu machen von Momenten, die für sie ganz wichtig sind, um Gedanken festzuhalten und so. Diese Themen, die hatten wir immer schon. Es verändern sich nur die Mittel, mit denen wir etwas machen. Dasselbe gilt für Fernsehen, dasselbe gilt für Autos, dasselbe gilt auch für die Zubereitung unseres Essens und so weiter. Überlege dir einfach, dass die Mittel, mit denen wir arbeiten, einfach nur eine Hilfe sind, um etwas Bestimmtes zu bewirken. Und das, was wir bewirken wollen oder vermeiden wollen, das ist so alt wie die Menschheit. Wir wollen sicher sein, wir wollen es warm haben. Wir wollen für unsere Lieben da sein, dass die es sicher haben, dass sie es warm haben, dass wir was zu essen haben alle zusammen und dass wir mal Auszeiten haben, wo wir nicht arbeiten müssen zum Beispiel. Dass wir versuchen, miteinander glücklich zu sein, Missverständnisse auszuräumen. Wenn wir schlau sind, dann vergeben wir. Und wenn wir gut drauf sind, miteinander feiern, dann freuen wir uns, dass wir leben. Hey, und diese Dinge, die haben wir immer schon gemacht, wir, die Menschen. Insofern braucht es gar keine neuen Energien und es gibt keine neuen Energien, es gibt auch keine alten Energien, es gibt einfach nur die Energien des Lebens, die Energien, die es in der Welt nun mal überall zu finden gibt. Und diese Energien machen das, was sie immer getan haben. Sie sorgen dafür, dass unser Universum funktioniert, dass die Lebewesen funktionieren. Insofern ist die Energie zum Beispiel in den aus der Akupunktur bekannten Meridianen im Körper, wo die einzelnen Akupunkte drauf liegen, immer noch dieselbe Energie wie vor 1000 Jahren, als man die Nadeln in diese Punkte gestochen hat, um Veränderungen auszulösen. Das heißt also, das, was vor 1000 Jahren in den Akupunkturbüchern aus China zum Beispiel oder aus Korea beschrieben wurde, das kann man heute noch genauso verwenden. Man piekt mit der gleichen Art von Nadel auf die gleiche Weise den gleichen Akupunkt zur gleichen Zeit und ihr habt dieselben Ergebnisse wie damals, weil die Energien sich nicht unterscheiden. Eine Theorie, die ich oft höre, ist, also eine Begründung, warum wir angeblich neue Energien brauchen, dass die Menschen haben sich ja weiterentwickelt und die sind ja jetzt viel entwickelter, die gehen ja über das siebte Chakra hinaus und so. Ehrlich jetzt? Also ich kann nicht sagen, dass sich Menschen weiterentwickelt haben. Ich beschäftige mich ganz viel mit Geschichte. Und ja, zurzeit beschäftigen sich alle Männer Leute mit Esoterik, mit spirituellen Methoden. Und das haben die auch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, das haben die auch gemacht in der Jahrtausendwende vor 100 Jahren. Da gab es natürlich andere Begriffe für das, was gemacht wurde. Und wir hatten noch kein Internet und wir hatten keine Mobiltelefone und so etwas. Trotz alledem waren das große Bewegungen und da wurde viel Geld und Zeit reingesteckt und Aufmerksamkeit. Und die Leute haben sich bemüht und so gab es immer wieder alle paar hundert Jahre solche Bewegungen. Zum Beispiel von Franz Anton Messner vor ein paar hundert Jahren hat der Mesmerismus in Frankreich Tausende von Menschen erreicht und die sind zu ihm gereist und haben das gelernt. Und dann wurde der Mesmerismus verbreitet über Österreich, Deutschland, die Schweiz, Italien, Frankreich. Die Menschen haben das gelernt, haben das weiterentwickelt und später wurde daraus dann die Hypnose, das heißt nicht Mesmerismus ist gleich Hypnose, aber da gibt es bestimmte Ähnlichkeiten, zumindest in der Art, wie das Ganze entstanden ist. Und ähnlich ist es auch mit anderen Methoden, wie zum Beispiel der Geistheilung, dem spirituellen Heilen. All diese Dinge sind immer noch so, wie sie vor ein paar hundert Jahren waren. Die menschlichen Probleme sind immer noch die gleichen. Und die sechs Hauptchakren, ich rede jetzt ganz bewusst nicht über siebte, bilden immer noch all die Themen ab, mit denen sich Menschen beschäftigen. Während das siebte Chakra außerhalb des Körpers ist, oberhalb des Scheitels, und das abbildet, was wir gelernt haben zu lieben in den unteren sechs Hauptchakren. Und ja, es gibt dann 8. und 9. Chakra. Und diese Chakren, die sind im Wesentlichen für Menschen da, die
erleuchtet und spirituell verwirklicht sind und dann auf der Grundlage dieser Art von geistiger Verfassung Dinge tun wollen, die Menschen, die nicht in dieser Verfassung sind, die noch nicht erleuchtet und spirituell verwirklicht sind, einfach nicht machen wollen. Die haben kein Interesse dran. Und dass es jetzt mehr Erleuchtete und spirituell Verwirklichte gibt, naja, also Statistiken kenne ich dazu nicht. Ab und zu treffe ich jemanden, der sagt, das ist bei ihm so, messen lässt sich das nicht. Und ich werde irgendwann mal so einen Podcast und vielleicht auch ein Buch zum Thema machen. Was ist eigentlich Erleuchtung und spirituelle Verwirklichung? Damit wir da alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind und uns darüber Gedanken machen können, die auch praxisnah sind und die uns helfen zu verstehen, was eigentlich im spirituellen Bewusstwerdungsprozess, Entwicklungsprozess so alles geschieht. Nun, jedenfalls sind die Probleme, die Menschen heute haben, und die treffe ich ja auf Messen, bei Vorträgen, im Internet, auf Facebook, auf Instagram, LinkedIn und so weiter. Ich treffe sie in meinen Webinaren, ich kontaktiere alte Freunde und wir treffen uns und reden miteinander. Diese Probleme, die es gibt in der Welt, sind immer noch dieselben. Also da hat sich nichts geändert. Wir brauchen dafür keine anderen Chakren. Schau dich einfach in den Nachrichten um, geh raus auf die Straße, guck dir den Menschen an. Du wirst feststellen, die Probleme, die die Menschen haben, sind immer noch genau die gleichen, wie sie es früher mal waren. Kümmere dich um Geschichte. Ich finde Geschichte total spannend. Aus der Geschichte lässt sich eine Menge lernen. Und zum Beispiel diese dicken Bücher vom Untergang des Römischen Reiches, total interessant, hat viele Parallelen zu unserer modernen Zeit. Und auch Bücher zum Beispiel über die Zeit der Weimarer Republik, finde ich total interessant. Was haben die Leute damals so geglaubt, was wollten sie gerne und welche politischen Ansichten hatten sie? Da gibt es Parallelen zu heute. Und insofern denke ich schon, dass sich Geschichte nun ja nicht genau gleich, aber doch symbolisch von der Essenz her wiederholt. Und so ist es eben auch mit den Chakren. Das, was die Menschen machen, was sie erreichen wollen, das wird definiert durch die 6 Hauptchakren. Ich habe dazu in meinen Büchern mittlerweile 25 an der Zahl einiges geschrieben, zum Beispiel im Aura-Heilbuch, im Anhang des großen Buchs der Reiki-Symbole. Da bin ich Co-Autor. Und ich habe auch in vielen anderen Büchern in Anhängen einiges geschrieben zur Chakrenlehre. Das meiste in dem großen Aura-Heilbuch und in dem Buch, was mit den Chakrenenergiekarten kommt. Ich gebe auch Kurse dazu, zum Beispiel Aura-Chakra-Lesen nach meinem System für Anfänger, für Fortgeschrittene, Hellsehen und Einführung in Chakrenlehre und solche Kurse. Wenn du also daran interessiert bist, dann schau da mal nach oder guck dir entsprechende Podcasts von mir an. Die findest du sicher in den Listen. Ich werde regelmäßig welche produzieren und dann kannst du herausfinden, was es sich für dich da Interessantes angesammelt hat und was du gerne hörst. Die Chakren sind also auch nicht alte Energien versus neue Energien. Das heißt, wir brauchen andere Chakren. Nein, wir sind immer noch dabei, wir, die Menschheit, uns mit den Chakren zu befassen. Und das ewige Thema ist eigentlich Lieben und Lernen. Also lieben zu lernen und lernen zu lieben. Und die einzelnen Hauptchakren in ihren Themen ans Herz zu nehmen, zu lieben, zu vergeben uns selbst und anderen, in die Dankbarkeit hineinzugehen. Also das Programm, was immer schon vor 10.000 Jahren dran war, vor 1.000 Jahren dran war, heute dran ist, dass wir die Kraft der Liebe in das hineingeben, was wir machen, was wir denken, was wir fühlen. Dass unsere Hauptmotivation nicht Angst ist, nicht Gier, Neid, Eifersucht, Missgunst und diese Dinge, sondern Liebe, Mitgefühl, Freude, Sinnhaftigkeit, Güte. Wenn wir das tun, wenn wir also bereit sind, die Kraft der Liebe in uns wirken zu lassen, dann öffnen sich die Chakren für die Kundalini-Kraft. Das ist der geheime Schlüssel zu der Kundalini-Kraft. Und je mehr Kundalini-Kraft in die einzelnen Chakren hineinfließt, desto mehr Möglichkeiten haben wir, Dinge zu tun, kreativ zu sein, uns selbst zu zeigen, hinauszutreten in die Welt, zu sagen, hey, hier bin ich und jetzt tue ich die Dinge, die meine Seele hier tun wollte. Und tatsächlich gibt es eine große Transformation für jeden Menschen. Die möchte ich dir zum Abschluss verraten. Eine große Transformation, wenn ein Mensch den Entschluss fasst und zu sich sagt und zur Welt, also
egal was passiert, egal was Leute, die ich kenne, dagegen haben. Ich mache jetzt mein Ding und ich mache es so gut, dass es funktioniert, dass es Füße hat, dass es in dieser Welt funktioniert und dass es gleichzeitig für meine Seele funktioniert. Ich mache jetzt die Dinge, wegen denen ich hier runtergekommen bin, diese schöne Welt, wegen denen ich geboren wurde und die Talente bekommen habe, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Ich zeige der Welt mein gottgewolltes Sein. Hey, und wenn du das machst, dann ist das mit den alten und neuen Energien für dich eigentlich gar nicht mehr wichtig. Und du wirst feststellen, dass dich zum Beispiel die Energie Reiki, wenn sie richtig angewandt wird, super gut unterstützen kann. Du wirst mega Erfahrungen haben. Und ich wünsche dir das Beste dabei. Ich wünsche dir, dass du jeden Tag Wunder in dein Leben einlädst. Lass dir gut gehen. Tschüss.